Ich bin kein G, doch dein Girl hat sich verliebt. Mit 20 viel verdient. Ich war noch nie so schlau, alles andere weiß ich. Alright, so herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Treffen Brüster Platz. Wir haben immer oder einfach Part 2. Part 2 mit Jam. Yes, sir. Also auf jeden Fall vielen Dank, dass du überhaupt die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ey, im ersten Teil so viele geile Geschichten, Digga. Ja. Deswegen konnten wir uns das nicht nehmen. Wollten wir uns das nicht nehmen lassen, da irgendwie noch tiefer reinzugehen. Genau. Auf jeden Fall. Wir haben ja so über deine Musik gesprochen, so zum Ende des ersten Teils. So, da würde ich eigentlich gerne mehr hören. So, was du hast Live-Auftritte gemacht, was hast du noch? Was hast du generell gemacht so mit Musik? Oder machst du noch Musik? Ja, nicht mehr. Also ich habe jetzt mit meinem letzten Album, was rauskam, jetzt auf Spotify und so alles, habe ich so die Schuhe aufgehangen, sage ich mal so, weil ich genieße es auch wieder, ein Fan zu sein, ein Konsument zu sein. Weil wenn man jetzt so überlegt, eigentlich so mein allererstes Mixtape kam ja schon so mit, da war ich 18, Bro, ich bin jetzt 42. Krass. So, wenn du mal überlegst, also wenn es ein Unsigned Hype gibt, so in Köln, den Namen lasse ich mir, also put my name on there. Und das weiß auch jeder. Jeder, der das sieht, der weiß das. So, jeder, der meine Musik nicht mochte, der hat meinen Hustle respektiert. So. Respect the Hustle. Also ich hatte 7, 8 Alben, Mixtapes, krass, dies, das. Aber halt, wir hatten ja nicht so wirklich diese Möglichkeiten. Damals gab es ein bisschen, gab es MySpace hier, Facebook da. Soundcloud, genau, genau. Noch die Zeit. Und halt auch sehr viel, ja, genau, Soundcloud und so, da ist auch noch viel drauf. Und auch immer halt mit Local-Leuten, ne, auch immer noch mit denselben, auch Shoutout an Mr. Hyde. Ich habe mal so einen Facebook-Track gehabt und da haben wir ein Video gedreht und da hatten wir dieses South Park-Charakter. Und da habe ich auf Facebook so 24 Stunden vorher gesagt, so, schickt mir alle Fotos von euren Köpfen. Jeder, der auf dem Video sein will. Da haben so lauter Fotos bekommen so von meinen Homies, nur so Köpfe und so. Und dann haben wir halt die Charakter genommen, haben die Köpfe raus und haben unsere Köpfe reingetan. So. Geil. Und dann habe ich, Shoutout an Mr. Hyde, Bruder. Der hat auch heute Geburtstag, Bro. Happy Birthday auf jeden Fall. Und dann war ich eine Woche später zu ihm gegangen. Da habe ich gesagt, zeig mal das Video. Und dann drückt er so auf Play und dann sind da so 8 Sekunden. Ich so, das war's? Der so, ja, Bro, du musst das immer Szene für Szene schneiden und so, weil die sich bewegen, die Charakter. Ach ja, stimmt. Er hat das so gemacht, dass sich die Charakter bewegen und so. Da habe ich gesagt, Bro, gib dir den Stress nicht so. Ist auch okay, wenn die dann nur so sitzen und der Mund sich bewegt und so, weil so wie viel Mühe er sich so gibt. Also ich habe sehr viel Support gehabt von Leuten, die selber involviert waren, ja. Aber so den Rest kennst du ja selber. Das ist dann selber. Also, aber du hast schon viel Energie reingesteckt, viel Arbeit und einfach auch, weil es deine Passion war. Voll. Und es geht ja auch nicht immer nur darum, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Millionen von Alben verkauft, sondern es geht ja auch darum, dass man sich selbst happy macht. So, ganz im Gegenteil, da hat es auch irgendwann angefangen, mir nicht mehr Spaß zu machen. Weil dann kam mir halt irgendwann so mal, so mein Hype kam zu schnell. Weil mein Hype kam ja dann nicht dadurch mehr so durch Alben und so, die ich gemacht habe, sondern halt durch Battles, die ich gewonnen habe. Durch so Freestyle. Ah, du hast Rap-Battles gemacht. Ja. Habe ich sogar live gesehen. Ach, echt? Du hast. Ach, krass. TP. Ach, Players damals. Ich war auf jeden Fall, das waren so die Zeiten, wo wir mit den ganzen Kölner Jungs in meinem TP hingen und da habe ich auf jeden Fall das ein oder andere Rap-Battle mitbekommen. Ja, siehst du so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent ich da jetzt richtig wahrgenommen habe, weil ich schon immer gut blau war, aber ich habe auf jeden Fall dich immer auf der Bühne gesehen, also mit dem Zöpfen und genau, so. Genau. Ja, ich weiß zwei ganz Snoop-Zöpfe gehabt. So ich sag's mal so, was man halt nicht vergessen darf, so alles, was ich in meiner Musikkarriere auch wirklich gelebt oder erreicht habe, ne, hatte ich in meinem Kopf schon 1000 Mal manifestiert. Ja. 1000 Mal. Ja, du musst halt erstmal das selbst glauben, damit es halt auch wahr wird. Richtig. Ne? Und ich hatte halt diese 3 Stunden Busfahrt. Das heißt, wenn ich ein Rap-Album gehört habe, so, ich habe 10 Videos in meinem Kopf gedreht für diesen Song. Klamotten. Und dann zum Beispiel, wenn ich dann zu Hause war, vom Spiegel, Performance, Art-Performance, so 3, 4 Stunden, das war Training, Bro. Das war nicht so, also du gehst nicht einfach auf die Bühne und du gewinnst. So, weil bei Freestyle-Battle ist immer 50-50. Freestyle-Battle ist so, okay, was machst du? Und wie ziehst du die Crowd mit? Und überzeugst die auch davon, dass der vor dir schon verloren hat. Ja, mittlerweile ist ja Freestyle nicht mehr Freestyle, ne? Ne, ist ja nicht mehr. Deswegen habe ich ja auch immer meine Strategie gehabt, dass auch keiner leugnen kann. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich dann im Finale war oder vorletzte Runde, wenn ich wusste, oh, okay, mein Opponent ist gut,
Also der hat auch schon was drauf. Wenn er nichts drauf hat, habe ich mir gar nicht viel Mühe gegeben. So, da, da, tschüss, yalla, der Nächste. So. Einfach nur schnell Geld holen und nach Hause gehen. So. Und wenn er gut war, dann habe ich auch schon gesagt, so, okay, Front Row, habe ich gesagt, packt euch alle was in die Hand. So, du ein Portemonnaie, du ein Handy. Damit du die einbinden genau, kannst. Genau, ja, dass ich dann halt über diese Sachen rappen kann. Und da war eh Game Over. Ja, ja. Aber ich finde, gerade so in der Musik merkst du das auch, diese Confidence. Die Leute strahlen das aus. Also ich meine jetzt zum Beispiel bei dir oder bei Buja, so dieses, was er, der hat es durchgezogen, immer selbstbewusst gewesen. Dann aber auch Blade, hier Jeffrey, so, der hat ja auch vorher Basketball gespielt, dann ist er zum Hip-Hop rübergegangen. So, und du merkst einfach so diese, diese Self-Confidence. Du musst erstmal an dich selbst glauben, klar, bevor jemand anders an dich glauben kann. Und das ist halt wichtig. So. Und viele wissen ja auch nicht, was alles passiert, bis zu diesem Punkt, bis du auf dieser Bühne stehst. Genau. Zum Beispiel Alpha. Alpha Samo, Bruder, ich war mit dem bestimmt 10, 15 Mal auf der Bühne, aber es hat halt niemanden gejuckt, so, weil das waren halt so Dungeon-Partys, so mit so Live-Instrumenten und so. Aber er war immer da und ich war immer da. Deswegen wusste ich schon so, welche Opponents sind, weißt du so. Und man dazu sagen muss, Alpha, auch ein sehr talentierter Künstler. Sehr talentiert, Bruder, extrem nice Texte sonst, und so. Bro, also sonst hätte ich seinen Namen hier nicht erwähnt. Ich bin ein Mensch, ich gebe sehr ungerne zu, dass jemand gut ist. Auch, war auch beim Fußball so. Du hast nie gehört, dass ich gesagt habe, einer ist besser als ich. Gibt's nicht. Aber wenn ich deinen Namen erwähne, dann heißt das schon was. Ja. So, und ich sage das jetzt auch nur, weil Musik ist immer zweierlei. Es gibt viele gute Künstler. Du magst die Musik zwar nicht, aber du weißt, was diese Leute gemacht haben. So, du hast die immer gesehen. Egal, wo die waren, wo du warst, die waren auch da. Ja, du respektierst mal sehr oft den Künstler, auch wenn du die Musik nicht fühlst. Genau, so diese Craft. Ja, das ist halt, und es gibt jetzt gerade viele, die so on the come up sind, ne? Zum Beispiel IBX, Boris, so, der arbeitet auch viel so, der ist auch, also ich meine, habe ich auch mit ihm drüber geredet, so, dieser Hate, den er kassiert, so, aber er zieht halt trotzdem weiter durch. Ruben ist ja jetzt mittlerweile auch. Ruben ist am Start, ja. Weißt du, also es sind ja schon einige Kölner Künstler, die jetzt auf jeden Fall auch kommen. Ne? Meine ich ja, und wenn ich so Leute inspirieren konnte, so, dann wie glücklich bin ich so. Hey, safe. Das sind dann halt so, tief im Inneren bist du bei denen irgendwo im Kopf. Weißt du so? Egal wer. Guck, ich wusste das gar nicht, dass du da warst. So. Aber wer weiß von wie vielen Leuten, die jetzt aktuell Musik waren, waren da in dem Moment im TP und haben dann gesagt, na ja, Mann, das will ich auch. So, weißt du so? Und you paved the way. So, deswegen sage ich auch, man muss halt auch wissen, wann gut ist so. Da war ich halt auch sehr gut. Ich war sehr gut immer im Punkt von, okay, lass es wirklich da, wo es am schönsten ist. So. Das letzte Album war das Album, was genau so ist, wie ich es wollte. Weil wir hatten ja 3 Jahre unser eigenes Studio. Mhm. Das war auch da bei Benny unten. Stimmt, und habt ihr es nicht mehr? Das haben wir dann bei der Pandemie. Ach ja, okay. Genau. Ich weiß. Bei NQG Music, Never Question God. Und, übrigens an dieser Stelle auch viele schöne Grüße an Ilthinker. Ilthinker, exploding when the paper hits the ink. Aachen City, Mann, ja. Auf jeden Fall. Und das war so, ich wollte eine Geige, also habe ich mir einen Geigenspieler reingeholt. Mhm. Der hat die Geige gespielt. Ich wollte eine Gitarre, so Matze, habe ich mir eine Matze geholt. Habe ich gesagt, Matze, spiel mir die Gitarre. Und dann, wir wollten nicht samplen, habe ich zu Hyde gesagt, ich so, spiele das genau so. Also, das ist so mein letztes Album ist so mein Meisterwerk, wo ich gesagt habe, okay, so einmal noch so, wie ich es will und dann ist gut. So. Ja, ich muss ehrlich sagen, Digga, Mucke ist so eine Sache. Ich habe es ja auch eine Zeit lang gemacht. Aber wirklich ernst gemacht, ne? Da ich ja wirklich, sage ich mal, auch viel Kontakt waren, auch mit Labels oder so gesprochen hier und da und dann über meine Musik wurde geredet, hier wurde da geredet und was auch immer. Auch wenn jetzt, die Videos sind ja auch noch online, ne? Romeo, kann man auch bei YouTube, kann man sich die Videos von ihm anschauen. Genau. Ein paar tatsächlich, nur für ein paar Songs, aber bei Spotify sind die Songs auf jeden Fall noch da. Und wenn man theoretisch so von Anfang an, meiner Songs beispielsweise, ich bin nicht so viel, nicht mal im Vergleich, sag ich mal, die ich vielleicht unreleased, komme ich schon in so ein bisschen in die Nähe, aber releaste, weil ich war sehr, 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 sehr perfektionistisch, wenn irgendwas nicht gepasst hat und ich das dann nicht mehr so durchgeführt habe. Das ist sehr schade. Nicht, ja, weil es wegfällt, weil du spürst dann, in dem Moment bist du ein bisschen hyped, weil du Bock auf diesen Song hast und Bock hast, den aufzunehmen. Und im Nachhinein, wenn es um Bearbeiten geht, du hörst dir das an, dann liegt es auch sehr viel an dem, der das abmischt. Mm. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das alles selber gemacht. Hey, ich hätte mir selber gewünscht, dass ich mir beigebracht hätte, wie man richtig abmischt. Und ich bin einmal, dass ich so krass ungeduldig bin, habe ich es nie gemacht. Also ich habe es mal versucht, es abzumischen, aber das ist einfach auch eine Kunst. Ist eine Kunst. So. Und du kannst das jetzt nicht einfach so innerhalb von ein paar Tagen lernen. Yeah. Und ich hatte, am Anfang hatte ich mit Producern gearbeitet, die mittlerweile auch sehr, sehr stark sind und davon auch leben.
die aber damals noch nicht so waren. Der eine ist, lebt jetzt in Brasilien, mhm. so, weil er einfach so viele Aufträge bekommt, so dass er da braucht, weißt du, hier nichts mehr machen. So ist er von der Brasilien. Deutschland. Ja. Genau. Und auch an San Cruz an dieser Stelle auf jeden Fall schöne Grüße. Und mit denen war ich, dann war, gab das, es gibt einen Producer, ich liebe den über alles. Der Typ, der wohnt in Gladbach, der hat ein Haus so, der hat ganz unten in seinem Keller komplett umgebaut, Studio, mhm. der ist seit 30 Jahren in der Szene so. Und ich kann ihn jederzeit anrufen, der sagt, komm vorbei, für dich mache ich einen Song so, und dann wir machen innerhalb einer Stunde, sind wir fertig. Ja. Und er mischt das ab, mastert das, und er hat die krassesten Sachen. Kein Studio in Deutschland hat besseres Equipment als der. Ja. Nichts. Weil er hat einfach, der ist so lange da und der hat so kranke Connections, aber der hält sich so selber von alleine bedeckt und kümmert sich nur um die Projekte, auf die der selber Bock ja, hat. Ja, weil der halt einfach, ja genau, der will einfach das machen, worauf der Bock hat. Genau, und ich, mein Fehler war, also was ist mein Fehler? Das ist aber die Erfahrung, die dir gefehlt hat. Wenn du in die Szene kommst und du hast halt, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Du hast einen Producer, der neben dir sitzt, also der dich abmischen soll, so, und dann habt ihr so, okay, du hast eine Vorstellung und der hat auch eine Vorstellung. Mhm. Verstehst du? Und dann habe ich am Anfang immer so Will to Please gezeigt, so, weißt du? Ja. So, ich wollte einen. Das wollte mir nicht. Ich so, weiß, was du meinst. Wenn auch Songs geschrieben habe, während ich die schreibe, habe ich versucht, so, was hat der mir nochmal gesagt, so, ob mhm. ich den treffe oder den treffen mhm. kann. Und deswegen sind viele Songs nicht erschienen. Ja, ich, weil die dann meinen Geschmack nicht mehr getroffen haben. Ich weiß. Also ich bin ja da genau das Gegenteil von dir. Und ich meine, wir sind hier in einem öffentlichen Podcast. Ich kann Menschen wie dich eigentlich auch gar nicht leiden. weil mein Cousin ist genauso einer. Weil ich habe mir dann, ich war genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, drop it out. Weil ich habe mir halt gedacht, so wie egoistisch bin ich, dass ich denke, dass weil der Song mir nicht gefällt, 1 Million Menschen nicht gefallen würde. Und ich habe Songs von meinem Cousin gehört, Bro. Das, es ist unfair, dass die Welt diese Songs nicht hören darf. Weil er der Meinung ist, da fehlt eine Kick. Und da, Bro, denkst du, der 18-jährige Julian, der jetzt in seinem Zimmer sitzt, hört auf die fehlende Kick? Der hört dich, Bruder. Der hört deine Vision. Ich kann ihn da aber verstehen. Ja, du verstehst. Deswegen. Ja, ich glaube, das ist halt bei den Künstlern so. Also ich meine, wir haben gerade eben über Alpha geredet. So, ja, und ich meine... Perfektionismus. Ja, genau, halt. Perfektionismus und hat seinen Style geändert und so. Und ich meine so, ich persönlich sage immer noch, ich fand die Sachen, die er damals gemacht hat, vor 10 Jahren, fand ich sogar besser mittlerweile. Also ja, als natürlich. Die Sachen, das die ist ja der macht. Alpha, den ich eigentlich so kenne, klar. Weil das waren wirklich so, ich weiß, Weg nach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hatte er so einen Song, der war super, super. Und seine Texte sind auch echt super gewesen. Yeah. Und er hat einfach nie was rausgebracht, weil er sich immer hat verunsichern lassen. Wie wir schon eben gesagt haben, es gibt immer Leute, die irgendwas kritisieren werden und du kannst es nicht allen recht machen und manchmal muss man einfach auf seine innere Stimme hören und einfach sagen, ey, ich stopp das jetzt. Zum Beispiel auch zu dem Punkt, so auch Shoutout an Hyde und so, auch viele Produzenten, mit denen ich gearbeitet habe. Viele Produzenten, mit denen ich gearbeitet habe, die hat es immer viel mehr interessiert. Die haben ein Beat gemacht, die hatten eine Vorstellung, aber die haben mir ihre Vorstellung gar nicht gesagt. Und die haben mir dann auch immer gesagt, ey, wir haben uns dann so gefreut, nur um herauszufinden, was macht jetzt Jam aus diesem Song. So, weil, wenn ich komplett in meinem Film war, ne, also ich habe zum Beispiel auch auf meinem letzten Album, ich hab 5 Songs gar nicht geschrieben, weil ich bin ja schon so in meinem Trainingsmodus gewesen, ich bin dann einfach hinter das Mic, immer gesummt, okay, ich sag, Recording, und dann 4 Bars, 6 Bars gespittet, stopp, okay, angehört, okay. Wie setze ich an, okay, weiter. Und angesetzt. Mesmerizing. Nicht Freestyle, sondern schon überlegen, wo du hingehst. Aber weil ich irgendwann gemerkt habe, so nach Dangerous Knowledge oder so, war das mein Album. So. Dieses Schreiben blockiert mich. Das ist dann so, ich muss, das, was da steht, muss da hin und so, bla 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 bla. Boah, da unterscheiden wir uns aber auch als komplett, Künstler. Naja. Aber ich muss sagen, also das ist, ich hab zu Hause 8 Lyric Books. Also ich voll geschrieben. Das heißt, ich habe jedes Training, was Rap angeht. Bruder, so talentiert, wie ich beim Fußball war, hätte ich 20% von der Energie, die ich in die Musik gesteckt habe, hätte ich das im Fußball gesteckt. Wärst du Profi geworden. Easy. Easy. Ja, weil aber das ist halt dieses, man muss halt das machen, was man... Ja, weißt du? Das was ist halt same shit mit Basketball. Ne? Ich kann das. Ich werde das können. So. Und, Alter, das heißt... Was ich alles geschrieben habe, und weil du kannst dich nicht einfach hinters Mic stellen und anfangen zu spitten. Nee, dafür gehört sehr viel Training. Und jeder, der Musik macht, weiß genau, was ich meine. Digga, bei mir ist das schon so, dass wo ich bin, wo ich aufnehme. Wie zum Beispiel, wie höre ich mich selber oder höre ich mich nicht selber? So, zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, was für jemand, wenn der Kopfhörer aufgesetzt hat und du aufgenommen hast, dass du dich selber hören wolltest?
Ja, manchmal. Bei manchen ich habe mich immer ausgemacht. Bei manchen Studios ging das auch nicht. Mir war das eigentlich auch egal. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so was mich halt so nach einer Zeit gestört hat, war, so am Anfang nimmst du das ja nicht so wahr, aber so meine Persönlichkeit ist halt, ich komme in den Raum und ich bin da. Verstehst du? Ja, 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 klar, das. Du übernimmst halt schon den Raum. Ja. Genau, und das ist halt manchmal, das ist manchmal sehr gut und manchmal ist das halt nicht so gut. So, weil das ist dann, wenn so dann manche so, und ich kenne hochkarätige Rapper, ich werde jetzt keinen Namen nennen, so, weil ich hatte auch einige Features mit schon Leuten, die man so deutschlandweit kennt. Da kannst du auch Namen nennen, ne? Also das ist kein Problem. Also, ja, okay. Wenn du es darfst, ne? Ich weiß ja nicht. Ja, gut, okay, gut. So zum Beispiel jetzt, ich erinnere mich noch an den Tag, Shoutout an Tatwaffe, da haben wir einen Song gemacht, der hieß Hangover 3 in Bangkok. Und dann war ich im Studio und mit Titel ihm. Titel ist auch krass auf jeden ja, Fall. Ja, Hangover 3. Ist auch noch auf Soundcloud. Geile Story. Da, ist aber Künstlername ist auch krass. Tatwaffe. Kennst du dich? Die eine oder keine, Bro? Millionen. Ist von denen? Ist von denen, Bro. Ach, krass. Ja, ja. Your boy Smoke got him. Ja, ja, Mann. Chiching. Da kennst auf du den Fall. Song, kennst du aber die Künstler nicht. Ja, ja, super Dude. Super. Auch Shoutout an Tatwaffe. So. Das war für mich ein sehr krasser Moment. So, verstehst du, weil das waren ja noch so die Songs, so damals hast du seine ersten Petting-Erfahrungen so mit diesem Song. So, und auf einmal sitzt der Dude so mit dir auf der Couch, so, weißt du, und du machst eine Story, wie du eine Bank ausraubst und dann bist du so im Hangover-Modus, auf einmal bist du in Bangkok und so. Und ihr müsst euch den Song einfach mal geben, das ist ein geiler Song, ist auf Soundcloud. Und vielleicht sollten wir diesen Song als Titelsong für diese ja. Folge machen können. Und auf jeden Fall, na, ist mir halt auch schon aufgefallen, so auf einmal. Ich so, okay, ich bin fertig. Und der war dann so, Starstruck. Ich so, was ist los, Bro? Der so, du weißt schon, ich brauche länger. Ich so, Bro, ist okay. Ich so, ist kein Problem. Aber er ist halt Tatwaffe, Bruder. Ja. Er hat einfach nur gesagt, du weißt schon, ich brauche länger. Ich so, ist es okay? Und ich habe mir halt gedacht, okay, was passiert aber mit den Künstlern, die jetzt neben mir stehen, die eigentlich so auf deinem Level sind oder mit dir gerade ein Feature machen wollen und du kommst da an und du sagst in 20 Minuten, okay, ich bin fertig. Und für ihn ist das eigentlich voll demotivierend, so, weil er ja. dann denkt, scheiße, Mann, der ist fertig. So. Ist das jetzt ein normales Tempo, was man haben muss, um überhaupt mithalten zu müssen? Eigentlich gar nicht, er weiß ja gar nicht. Ich bin einfach behindert, was das angeht. So. Ich bin einfach nur fast. Oder zum du warst halt auch motiviert. Ne? Also voll. Du hast halt auch ja, aber das ist halt die komplette Arbeitsweise. Ne? Manche sind beim Aufnehmen so, manche sind so. Ich bin auch jetzt relativ schnell so, weißt du? Weil ich kann mir das nicht 10-mal anhören und drauf nein, gucken, okay, wo Fehler und Fehler sind. Also ich habe ja keine Ahnung davon, so ich mache ja keine Musik, aber was ich halt immer bei dir krass fand, war dieses, wie viele Songtexte du in der Woche geschrieben hast. Ja. Du ja, hast halt übertrieben täglich. Viel geschrieben und du hast halt auch krasse Texte geschrieben, weil ja. ich meine, ich kenne viele, die Musik machen und wenn ich mir da die Texte so zum Teil so durchlese, das ist fast alles dasselbe so. Ne? So ja, fast das alles ist dasselbe das. Und aber auch so jetzt nicht besonders ausgefallen, bei dir ist halt so wirklich deep. Und auch wirklich so, jede Line hat so irgendwie so, macht einen Sinn. Ja, das und das ist halt auch schon Talent an sich, ne? Dass halt einfach im Endeffekt, dieses Schreiben. Bruder, diese, ich habe jetzt vielleicht nicht diese Reichweite erreicht, ne, womit ich damit halt krass punkten hätte können. So. Auch vielleicht die Generation, in der ich Musik gemacht habe, die so krass gerade Musik konsumiert und für die Streamings verantwortlich ist, achtet nicht so krass auf die Songtexte. Ja, sondern ja, das ist eher unsere Generation, die aber nicht so krass konsumiert Musik wie jetzt, sag ich mal, die jetzigen Songs. Ja, das hat wahrscheinlich auch mit dem Klang zu tun. Ne? Ein bisschen ja, so dieses so, Autotune und so, das ist ja gar genau, nicht hören ja auch alle nicht mehr hin. Aber was ich halt sagen muss, so Credits an meine ältere Generation, so an meine Brüder, wie gesagt, Tatwaffe, Olli Bagno möchte ich auch Shoutout geben, ein sehr großes vom Herzen, weil auch als ich so diese Freestyle Wednesdays gemacht habe, so noch im Studio mit Maddox, Shoutout an Maddox, mein alter Produzent. Rapper Mittwoch, woraus? So, ja, mäßig. So mäßig. Wir waren dann halt im Studio und der Maddox hat dann immer auf den Beat gedroppt, so und egal was kam, ich hab dann halt direkt so drauf. Und dann hat Olli Bagno mir irgendwann mal geschrieben, der so, Bruder, ist das alles Freestyle? Der so, nicht geschrieben, ich so, ich schwöre es dir, das ist Freestyle. Und das ist Olli Bagno, Bruder, der mir gerade schreibt. Hast so, du noch YouTube-Videos, ja, wo ja, du freestylst? Nehmen Freestyles leider nicht. Olli Bagno, der ist auch aus Köln, ne? Ja, oder? Das ist weil eigentlich jetzt kommt sogar JP macht, der hat jetzt irgendwie ein Video gedreht von der Woche oder so. Ich war eingeladen, ich konnte nicht, Alter, ja, weil mein Auto nicht da war. Irgendwo da unten hin. Ja, der hat, guck, so ein Herzensmensch, der Olli Bagno, auch seit, also das war so der Anfang, wo er mir dann geschrieben hat, der so, Bro, ist das alles Freestyle? Und ich komme gerade auf mein Leben nicht klar, weil ich guck so, ich so, Digga, Olli Bagno schreibt mir gerade so, ich so, was geht ab? So, weißt du, ich so, ja, Bro, das ist alles Freestyle. So. Und dann auch, wenn er mich auf der Straße gesehen hat, ich so, hey, Bro, wie geht's dir? Und, bah, und dann habe ich ihn da mal gesehen. Das sind so Momente für mich so, da habe ich mir gesagt, so, krass, Digga, da steht ein Olli Bagno und der sagt zu dir, du bist krass so und du bist in deinem Auto,
du hörst dein Album und irgendein Homie, der neben dir sitzt, sagt dann, boah geil, ist der neu, wann droppst du denn den? Und du denkst dir so, du Mistkind, Alter, das ist das Album, was ich dir gegeben habe vor einer Woche, du hast es dir nicht mal angehört. Ja, so. Boah, bei Album, ne, Digga, ich glaube... Lass es Song sein, Bro. Ich meine, ja, Song, ja. Lass es Song sein. Tatsächlich, apropos Producer, ich hatte für meine kurze Karriere in der Musik so, habe ich mit, kennst du Jan van der Toorn? Der die Songs von den Backstreet Boys gemacht hat. Ach, krass. Mit dem habe ich, ich habe auf einem Beat von dem, also ich habe mit dem kurz zusammengearbeitet, war ganz kurz so. Ja. Der hat einen Beat gemacht, so, ey, man merkt die Qualität, Alter, was der, so, und der ist halt auch 55, 60 oder so. Nee. Und, mit ihm habe ich zusammengearbeitet kurz und ich habe eine lange Zeit tatsächlich mit den, es ist ein Pärchen, die kommen aus Berlin, die sind so Mitte 40 und die so 6ix9ine kommt dahin, wenn er einen Berlin-Song aufnimmt. Die ganzen so Rapper aus Amerika, die mit den deutschen Künstlern kooperieren, nehmen bei denen auf. Und ich bin immer noch bei denen mit Instagram mit denen halt gut. Also die haben 1-2 Songs von mir sogar gemastert, also als Geburtstagsgeschenk umsonst. So, weißt du? Die waren halt also die Frau. Wie heißt denn? Ich weiß nicht genau, ob ich so Sachen sagen darf, deswegen lasse ich das. Ich zeig dir das dann später privat und wenn die das dann sehen oder so und sagen... Sieht das ja die Zuschauer so, weil die so, du droppst halt die Namen, also... Ja, ich kann es halt gerne machen, aber ich muss lieber mit, weil die auf so einem Level sind, wo ich lieber ein bisschen... Bisschen vorsichtiger. Ja, vielleicht, weißt du, muss ich ja nicht... Also mit Backstreet Boys kann ich nicht mithalten, so, aber mein... Aber Jan van der Toorn ist egal. Ja, mein erstes Album wurde abgemischt von dem Produzenten von Cut and I Joe. Kennst du den Song? Boah, I'll be married, long time ago. Ja, Mann. Also das war auch schon ein Unterschied. Das ist krank. Das war aber auch, der Song ist aber auch durch die Decke gegangen. Ja, damals, ne? Ja. Und ich hab das auch, ich hab dann die Platten gesehen. Ich so, Digga, was hast du mit Cut and I Joe zu tun? Und so, der so, hab ich produziert und abgemischt. So, way. So cool. Und ich stehe da so mit 24. Weil den also der Maddox von irgendwo kennt und so. Es ist schon, ich weiß schon, diese Momente sind dann schon krass. Dann stehst du schon da. Und das ist halt dann nochmal ein anderes Problem. Das hat nämlich, mein Cousin hat mal irgendwo... Als es über mich ging, das hat mir dann eine dritte Person erzählt. Also mein Cousin war irgendwo in einer Runde und da kam das Gespräch über mich. So und bla 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 bla. Und dann hat mein Cousin halt auch etwas gesagt, was halt im Nachhinein in meinem Kopf Klick gemacht hat. Mein Cousin hat dann auch gesagt so, ja Jungs, aber ihr vergisst auch eins. So, der Smo ist halt auch extrem verwöhnt, was das angeht. So zum Beispiel Smo ist damals, als er in der Türkei gelebt hat, ist er mich besuchen gekommen. So und dann waren wir halt einfach im Studio bei Tony Coutura. So, weil er war ja dann so in der Fade-In-Crew, da waren noch so die ganzen Jungs hier, ich hab vergessen die Namen, egal, fuck names. Die hatten auf jeden Fall eine Gruppe so und die gingen gut ab. Und halt Tony Coutura, ne, so die Nana, Darkman, X und so, damals ging ja. Boah, ich kenne die nicht, Ja, ja, ist normal, es waren halt schon so Banger, ne. Und da war ich halt so in dem Studio so, ne, und das waren halt so meine Anfänge. So, du kommst jetzt so in so ein Studio rein und denkst, oh cool, jedes Studio ist so. Und dann kommt die Realität und dann hängst du halt irgendwann dann so in so einem Keller, in so einem Studio. Das magst du sogar aber lieber. Natürlich, ich liebe Dungeon. Ich liebe Dungeon-Partys, ich liebe Dungeon-Studios, ich liebe Dungeon-Podcast. Genau das. Ich mag das, weil das ist genau, das ist, wo der Diamant entsteht. Weil nachdem es ein Diamant ist, musst du mir nicht sagen, dass es ein Diamant ist. Guck mal, wie oft... Ey, Musik, Bruder, Leute machen Studio auf, machen sich die krassesten Neonleuchten. Mhm. Hier, Mike da, 3000 Euro, können aber nicht abmischen. Mhm. Weißt du, ich meine, und dann hängt so ein Typ so unrasiert, seit vier Tagen nicht geduscht, so und sagt, macht so, kick mal rein, papapapapap, Junge, da kommen krankeste Sachen raus. So. Wo ich mir denke, ey, ich arbeite, wenn du Mucke machst, also bei mir war das immer so, das macht mir übertrieben Spaß. Also der... In dem Moment, wo ich ein Beat finde oder mir ein Beat gemacht wird, mit mir zusammen so, in dem Moment, wo ich den Song schreibe, weil für mich ist, der Schreiben war bei mir, hat mehr Spaß gemacht teilweise als das Aufnehmen. Das war bei mir auch immer der Fakt. Ich kenne sehr viele Künstler, die diese Studio-Time nicht mögen. Die mögen, was damit kommt, ja, diese Fame-Shit und so. Bei mir war genau umgekehrt. Ich mochte das, was dadurch gekommen ist, nicht so wirklich. So, weil ich eigentlich eher so der war, der im Club gerne in der Ecke irgendwo abgekackt ist, so, ja. Weißt du? Und, aber dieses Machen, das war so immer so das, wo ich so komplett aufgegangen bin, so. Das war so meine, Digga, 4 Stunden waren so. Ja. Aber ich glaube, das hat aber auch was mit Einstellung zu tun, ne? Ja. Also ich meine, was ich halt mitbekommen habe bei den jüngeren Künstlern, ist das halt dieses,
auch ein bisschen cool im Studio abzuhängen. Und dann habe ich jetzt mitbekommen, zum Beispiel da in diesem Goldman Tower, deswegen ist ja der Goldman Tower nicht mehr der Goldman Tower, glaube ich, weil die ganzen Künstler angefangen haben, da nur noch abzuhängen, irgendwie Faxen zu machen das mit irgendwelchen Mädels halt und sonst Jutze. Irgendwas, wo das halt dann irgendwann mal, wo man einfach gesagt hat, ey, ganz ehrlich, das war nicht der Gedanke von diesem Goldman Tower, sondern es ging eigentlich darum, dass die Leute kreativ sein können und dass die halt einfach ihre Musik verwirklichen können und nicht einfach nur abhängen und sich zudröhnen. Weißt du? Zum Beispiel mein besten Freund, Nessim, du kennst ihn, Baka, den habe ich genau so kennengelernt. So, ich kam ins Studio, es war eigentlich deren Session, die hätte aber schon zu Ende sein sollen. Und ich habe früher Studiozeit extrem respektiert, weil es nicht mein Studio war. Das ist Respektsache, natürlich. Genau, ich habe Studio-Time extrem respektiert so. Und die saßen da noch, es war Nessim, Saye und Trigger. Drei Leute saßen auf der Couch und ich komme so rein mit meiner Bookbag, Alter, und ich so, yo. Ich so, ey, ich komme dann später so, ne? Und der Nessim so, der so, nein, 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 Bruder, mach du, ich glaube, ich kenne ihn noch gar nicht. Ja. Ich kenne ihn so noch gar nicht. Ja, kenn so, Bruder, Tunesier, Alter, so, Bruder, schon so, wenn man sieht so, der soll auch, wenn er in den Raum kommt, ist Game Over, Bruder. So, so einer. Der so, ja, bleib ruhig, ja, mach und so. Ich so, okay, ich so, hey, Pepe, wie geht's dir? Boom, zack. Der so, ja, bist du ready? Ja, tick. Hook. Fertig, okay, boom. Hey, Track 2, okay. 2 Stunden, 2 Songs, fertig. Raus. Zweiter Tag, zweite Session, same shit. Ich komm, die Jungs sitzen noch da. Boom. Ich komm. Same shit. Pap, fertig. Ich will gerade rausgehen. Nessim so, bleib mal hier, mein Freund. So, komm mal her. Der so, wir brauchen hier eine Hook. Der so zu mir, wir brauchen hier eine Hook. Der so, machst du uns eine. Da, an dem Tag hat Nessim einmal zu mir Hallo gesagt und nie wieder Tschüss. Okay. Nie wieder Tschüss. So, das war so. Das war so dieses, ein perfektes Beispiel. Die waren das gewohnt, weil die den Jungen dann halt auch schon kannten. Und das war halt mehr so dieses, okay, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen und dies, und dann machen wir noch Musik. Und für mich war das halt Arbeit. Ja, natürlich. Für mich war das so. Natürlich. Ich habe all das, habe ich zu Hause schon gemacht. Dann war ich am Chillen, habe alles vorbereitet. Aber jetzt musst du das rüberbringen so. Und jetzt musst du delivern so. Vor allen Dingen, ich sag dir auch so, bei mir war das größte Problem tatsächlich das, was ich, wenn ich es erarbeitet habe, ne, weil ich habe sehr oft Texte im Auto geschrieben. Sehr oft, während der Fahrt so. Ich bin 4 Stunden nach Bremen gefahren oder so, habe währenddessen 3 Songs geschrieben. Er hat Autopilot, so. Ne, das sollte man erwähnen. Ja. Er hat einen Tesla. Ja, damals auch. Und, nee, aber erstmal Spaß beiseite, so. Sehr oft Dings Texte geschrieben und für andere Künstler sogar Texte geschrieben. Oh ja, habe ich auch gemacht, sogar einen sehr hochkarätigen, aber das will ich jetzt nicht. Sehr. Ich kann sagen, Digga, ich habe einen gemacht, der war, der ist irgendwie auf Deutsch Schlager sogar eingestuft worden und war für ein paar Tage mit Helene Fischers Album wurde released. Und ich war ein paar Tage in den deutschen Charts über Helene Fischer. Das ist mein Song, Digga, ich kann nicht mal richtig Deutsch reden, Junge. Und bin in den deutschen Schlager. Ja, okay, gut. Ich glaube, so weit wird das jetzt auch nicht gehen. Dann kann ich sie auch droppen. So, ich habe einmal in meinem Leben Ghostwriting gemacht. Und das war für Mims. Mims? Ja. This is why I'm hard. Krass. Mims. Einmal. Ja. Ja, auch über so. Digga, das ist aber auch schon Hochkaräter, ne? Ja, Bro. Und Angebote habe ich sehr viele bekommen. Sehr, sehr viele. Weil, wie gesagt, Leute wussten. Aber Englisch, gell? Ja, klar. Immer. Schon immer. Das war bei mir immer Fail, Alter. Fail. Englisch kannst du. Bruder, ich hätte so ein einfaches Leben haben können. Auch von Namen, die jetzt hier so gerade gefallen sind. So. Ich kenne die alle. Ich kenne all diese Jungs. Alle. Und die kennen mich. Wie oft ich schon da saß und die Jungs zu mir gesagt haben, Digga, Rap auf Deutsch, ich mache aus dir einen Superstar. Ich habe gesagt, Bruder, man muss Prinzipien haben. Ja, man muss ja, halt das machen als Künstler. Man muss ja genau das machen, was du fühlst. Ne? Ich habe gedacht, bei mir war das so, ich habe auch angefangen, ganz am Anfang habe ich angefangen, auf Englisch zu machen. Dann habe ich gecheckt, Digga. War nix. Das ey, war nix. Erstens das und das ist unauthentisch. Ja, yeah, und dann, war das. Als die, guck mal, ich bin hier, du hast gesagt Self-Confidence, so, ne? Wenn du Künstler bist, Self-Confidence, ey, ich bin der Krasseste so. Yeah. Wer soll mich ficken, weißt du? Genau. Aber ich bin so jemand, der immer gesagt hat, ich bin eigentlich nicht so gut für den Hype, den ich bekommen habe. Verstehst du? Das war mein Problem. Vielleicht deswegen habe ich es auch nicht wirklich weitergemacht und dann halt so aufgehört. Ich glaube eigentlich eher, dass das die Freundin war, aber... Nee. Ab dem Punkt, wo man eine Freundin bekommt, wird man faul und ist nicht mehr so hungrig. Und Nee, auf jeden Fall meine Theorie. Aber du hast deine Theorie, ich habe meine Theorie. Aber ich muss auch sagen, bei mir, ehrlich, tatsächlich, Digga, das stimmt, ich hatte da ein Problem, ich hatte keinen Ort, nicht mehr. Weil der, guck mal, der, mit dem ich viel gearbeitet habe, der ist nach Brasilien gezogen. Danach hatte ich
mit den anderen Produzenten so, den du auch kennst und den du auch gut genug kennst. Ich werde in diesem Fall jetzt nicht seinen Namen sagen, aber der hat zum Beispiel, der hatte dann viele, viele Bookings bekommen mit einem anderen Künstler so und dann hat das sich nicht so, da haben wir jetzt die Zeit einfach nicht mehr gefunden, hat sich so ein bisschen verlaufen, plus der Stil hat nicht so ganz gepasst so und dann willst du auch nicht auf Zwang. Und dann hatte ich irgendwie das Problem, ich war nicht aktuell und ich hatte das Studio nicht mehr. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich will nur damit sagen, so, wenn du hungrig bist, findest du einen Weg. Genau, ja, ich meine? Aber dann war der Hunger aber auch nicht da, weil ich bin nicht am Hasseln. Genau, und das meine ich, und das meine ich, und ganz ehrlich, die meisten von uns sind einfach produktiver, wenn die halt keine Partnerin haben und, Bruder, das ist nicht so gemütlich, darüber haben wir geredet auch letztes Mal so, ich bin Single und seitdem bin ich tausendmal produktiver als vorher, wo ich mit einer Frau war. Nein, das stimmt, nichtsdestotrotz, Bruder, ich hatte die Musikindustrie kennengelernt in einer bestimmten Form. So, ich hatte mit so vielen Menschen, Digga, ich hatte mit Producern zu tun, die für wirklich mittlerweile, also damals auch schon, ne, die produzieren und mischen ab für Sony, für Universal, für die ganzen Künstler und was auch immer so, ne, die jetzt die in den Charts sind, bla bla bla. Ich hatte mit denen ja auch zu tun und ich hätte auch dort machen können. Nur ich habe festgestellt, dass viele dieser Leute nicht, ich mag die als Menschen nicht, und dann kann ich mit denen auch keinen Song machen. Das ist aber auch komplett legitim. Das ist vollkommen in Ordnung. Weißt du, das ist einfach deine Seele, wenn ich am Mix, ey, gib mir von mir aus, gib mir einen Producer neben mir, der nur für diese 5-6 Minuten, weißt du, des Songs, wie lange das, keine Ahnung, 2,5 bis 5 Minuten oder so, der aber versteht, was ich machen will. Verstehst du, was ich meine? Weil meiner Erachtens nach ist ein Producer dazu da, die Vision eines Künstlers zu verwirklichen. Ja. Genau, so, weißt du? Und viele wollen dabei ihren Senf dazu geben und dann war ich immer so, boah, ich hab keinen Bock mehr. Ja, aber mit so Leuten habe ich auch nicht gearbeitet. Also da gebe ich dir vollkommen, habe ich gar nicht erst angefangen. Ich meine, ich sag mal so, solange ich einem Producer nicht erzähle, wie er den Beat zu machen hat, hat er mir nicht zu sagen, wie ich zu rappen habe. Punkt 1. Natürlich. So, wenn jetzt ein Beat läuft, so, dann und ich akzeptiere den Beat, so wie er ist, dann sage ich auch nicht mitten im Beat, ich sage, ey, gut, aber guck mal dann, ne, wenn du mir jetzt schon sagst, ey, mach da einen Break und bad. Digga, wenn es dir nicht gefällt, ist es no problem, weil das ist ja mein Film, ich feiere ja nicht deinen Film. Ah, sagst du was und es gefällt mir, es macht gerade Sinn, dann sage ich sogar danke. Direkt, sofort. Sag ich sogar danke. Ja. Deswegen, sag ruhig, aber nicht so diese Erwartungshaltung von, du hast das jetzt zu tun. So, weißt du, was ich meine? So, das ist dann wieder was anderes. Aber meint ihr, dass das in der Musik so ist, dass dann Leute auch schnell eingeschnappt sind, dass die dann so sich so denken, Bro, so, boah, ey, krass, der nimmt mich an, was ich sage. Oder die werden gezwungen teilweise. Was meinst du, die ganzen Künstler, die jetzt ich schwöre sogar, diese Künstler, die erfolgreich sind, die du so mittlerweile kennst, meinst du, die haben Bock auf die Songs, die veröffentlichen? Guck mal, und ich sag mal nochmal was anderes so. Das ist, du musst dir erstmal, du musst dir erstmal, so ekelhaft das auch klingt, du musst dir mal die Realität wahrnehmen so, ne? Viele von den Künstlern, du siehst einen Künstler, einen leidenschaftlichen Künstler, den siehst du, und du siehst einen Haufen Künstler, wo halt von der ganzen Vergangenheit einfach noch diese Aufmerksamkeitskomplexe da sind. So, das heißt, das wollen die unbedingt nicht. So. Die mögen das dann so, ach, hinten im Hintergrund läuft was und ich stehe halt gerade wirklich auf dieser Bühne und ja, ja, ja und alle am Handy. Das ist so deren Moment. Und das ist halt auch so der Punkt, den ich angesprochen habe. Ich habe so viele Künstler kennengelernt, die diese Studioarbeit eigentlich gar nicht, die mögen das nicht so. Ja. Die mögen, was damit kommt. Also das, was kommt, aber das mögen die nicht. Und diese also die mögen den Hustle nicht, genau. Also den Weg dahin so. Genau. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe am liebsten mit Youngstern gearbeitet so. Youngster, als ich zum Beispiel Benny kennengelernt habe, war er 16. Il Thinker war 16, Digga. 17. Der hatte Turntables in seinem. Und der hat auch ein krasses Studio mittlerweile, ne? Bruder, und der hat mit Bowser zusammengearbeitet. Ja, ne? Bowser, alles. Gibt ihm seine Flowers so. Ah, jedem seine Blumen geben, solange die noch unter uns sind so. Ich liebe diesen Jungen. Und ich weiß, was damit, damit wollen wir nicht sagen, dass der Bruder nicht mehr lange unter uns ist. Nein, er versteht das schon, der ist mein Bruder. Ich darf das sagen. Aber so, ich weiß, was er hat Beats mit Klötzen gebaut. Das waren so Klotz-Beats. Und ich habe die CD heute noch zu Hause, Bruder. Ich könnte heute noch, könnte ich auf diese Beats einen Song droppen. Deswegen, aber das war also diese Youngster. So, oh, machen, Digga. Ich habe den Mittwoch was gesagt, das war Freitag fertig. Geil, da war richtig noch aber dieser Drive. Aber Benny ist immer noch so. Immer, Bruder. Deswegen auch Long Hair Connection, Bro. Das, ja. Ist, das, stimmt, das hört nie auf. Auch lange Arbeit. Ja, sieht nicht aus wie so. Und nee, das war so. Das, diese mag ich, Digga. Ich hatte, apropos dieses, du hast gesagt, du schickst Mittwoch was, Freitags fertig. Ja, ja. Aber ja. Diese Menschen liebe ich am meisten, weißt du? Oder
gib mir keine Zeit. Sag mir nicht, übermorgen ist fertig. Na, bitte, ja, gib mir keine Zeitangabe. Nein, so, nein, weißt nein, du? Bruder. Ich hatte jetzt vor kurzem, Digga, ich scheiß drauf, Alter, ich sag's jetzt einfach. Auf jeden Fall, ich will nicht seinen Namen sagen, aber der weiß ganz genau, dass ich über den rede. Auf jeden Fall, der hat mich angeschrieben, ey, Bro, vor langem nichts mehr von dir gehört. Ich würde gerne mit dir wieder meinen Song machen, so. Und ich dachte mir, ey, warum nicht, Digga? Klar, so, weißt du, bin da hingefahren, mit dem Song aufgenommen, war voller gut weit. Und die sind gerade bei, wie heißt der, Majo. Sein, Majo. Ein Künstler von Majo. Dem. Ja, ja. Ein Künstler von dem, mit dem dieser Produzent arbeitet, ist bei Majo unter Vertrag. Und der hängt mit denen zusammen und arbeitet mit deren Produzenten, so, ne? Also die haben es schon gemacht. Am Anfang, als ich die kennengelernt habe, waren die gar nichts. Ja. So. Und die haben auch mit diesen, also auf jeden Fall ein paar Künstler von den ganzen Clique da ist bei dem Majo unter Vertrag, so. Wo Blade, meine ich, auch ist, ne? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube auch. Ist, aber das weiß JP wahrscheinlich besser. Jeffrey fragen. Nur, der hat dann gesagt, ey, yo, Alter, ich fand dich immer voll krass, dass wir einen Song machen, so. Und dann haben wir den Song aufgenommen. Ich war voll hyped, weißt du, wieder so ein bisschen back in Dings, so. Wir haben einen guten Deal ausgemacht, so. Und der meinte zu mir, Digga, ey, 2 Tage ist fertig. So. Ist nie fertig geworden. Ja. Und ich habe den halt ab und zu gefragt, so, yo, wo es geht? Ey, Bro, sorry, viel Stress, kein Problem, mache ich dir bis Ende der Woche fertig. Und ich bin ein Typ, der dann, okay, ich lasse den komplett in Ruhe bis zum Ende der Woche, aber ich warte auf diesen Song, weißt du, was ich meine? Und dann hast du es nicht fertig, dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, lass machen, damit ich in ein anderes Studio gefahren habe, das dort fertig gemacht, so, ne? Und ich bin halt jemand so, das Arbeitsmoral, weißt du? Du sagst so, du kommst in den Raum rein, du bist dafür da, du hustlest das ab, fertig. Andere Leute kommen rein, die nehmen sich Zeit, die brauchen etwas, aber die machen das auch fertig. Verstehst du? Ich bin genauso. Ich habe diese 2-3 Stunden, in diesen 2-3 Stunden muss dieser Shit da sein, so, und ich tue alles, damit er fertig ist. Weil ich will von Leuten auch nicht die Zeit stehlen. Natürlich nicht. Und diese Warterei so. Und das meine ich, das habe ich mir, das ist vielleicht auch der Respekt zu dem, was wir gemacht haben, also zur Musik. Ja, aber das ist ja dann noch die Liebe zur Musik, genauso, dass du halt einfach mehr Energie reinsteckst. Aber manche Leute, ne, wir haben ja schon darüber geredet, manche Pferde springen nur so hoch, wie sie müssten. Das ja. ist das. Und das Schöne ist, jetzt, nicht mal so. Jetzt mit. Nicht mal so hoch, unter nicht dem mal, Ding. Genau. Jetzt mit 42 kann ich halt sagen, so exakt die Namen, so, die heute wichtig sind, einen werde ich jetzt auch noch nennen, weil das ist auch eine krasse Story. Du siehst, wo die heute sind. Verstehst du? Und es ist nicht unbedingt so, zum Beispiel bei manchen siehst du das halt natürlich in dem, was sie erreicht haben. Zum Beispiel, guck mal, ich habe dir erzählt, so, ihr Denker, Benny, Bruder, ich war in seinem Kinderzimmer. Ich habe auf seiner Couch geschlafen. So, und dann, er hatte Frühschicht, ich hatte Spätschicht, so, und dann hat seine Mutter mich geweckt. Ich habe mit seiner Mutter gefrühstückt und so ein Shit, Alter. So, schon Family, die hat gesagt, du fährst heute nicht nach Hause, so, das ist 2 Uhr, so, was machst du so, du bleibst hier. Shoutout, riesen Shoutout an Busy Mo, Bro. Guck mal, was der gemacht hat. Dieses Studio, was da, der hat Busy Mo. Bruder, als mein erstes Album rauskam, ich war bei, guck mal, bei wie vielen Menschen ich im Kinderzimmer noch war. Ich war bei Busy Mo in Sülz im Kinderzimmer, als mein erstes Album rauskam. Da hab ich gesagt, Digga, hör dir das mal an. Wie findest du das? Das war noch raw, ich habe das noch nicht gedroppt. So, da hatten wir so gemeinsame Freunde, so Ray und auch Shoutout an Ray und Nilo und so. Und die haben dann gesagt, ey, wir haben da einen, der macht da so viel. Also ich kenne Busy Mo jetzt nicht. Ja, der ist schon, der ist also wenn um Top 10 Hits Producing und so gibt, so, google den. Busy Mo auch, Shoutout an Busy Mo, Bruder, du weißt, immer in meinem Herzen so, das sind Studios, Digga, da zahlt jetzt aktuell, das ist ein Imperium, du zahlst dich dumm und dämlich, wenn du bei dem aufnehmen willst. Der hat auch einfach ein komplettes Gebäude. So, aber lass mich den heute anrufen und sag, Bro, ich möchte morgen vorbeikommen. Sagt er, komm. Komm, Bruder. Ja, wo, aber das ist halt auch normal, so sollte das auch sein. Ehrenfeld. Ein ist, Köln. Ja, ja, ist in Ehrenfeld, Busy Mo und. Warte mal. Mir fällt gerade was ein. Hat der was mit SSEO zu tun? Bestimmt. Also es gibt keinen, also es gibt keine Platte, was bei dem dann nicht. Ich hab von Contra K bis bla bla bla, alles. Bruder. Ich hab beim Sport letztes Jahr, als ich so hobbymäßig, amateurhaft, wirklich komplett unterstes Level Basketball gespielt habe, habe ich so einen Typen kennengelernt, der kannte mich eigentlich nur vom Basketball so, und dann habe ich dem ein paar Songs von mir gezeigt, der ist durchgedreht. Ist komplett durchgedreht. Ich weiß gar nicht, wie wir darüber geredet haben. Und der kennt ein paar Leute, ein paar Jungs, die in ihrem Feld eine Riesenstudie haben und mit SSEO sehr eng sind. Und er wollte, ich weiß nicht wieso, aber der wollte da mich da reinbringen. Ist so, ja, aber im Endeffekt, da wollte ich fragen, ob das für mich ist. Halt, ja, da musst du erst mal sagen, wer das ist. Du hast auf jeden Fall nur gesagt, irgendein Typ beim Basketballspielen kennengelernt.
Kann der Jamie ja nicht wissen. Ja, 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 aber ihn kennt er ja, ihn kennt er wahrscheinlich SSU, vom ja, aber der vom Typ, den. Also, aber der, also du kennst ihn vom Fußball wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja. Der aber Ex-Bundesliga und Ex- Ach so, du meinst türkische Liga, ja. Kannst Taner, du auch den Namen sagen, ja, Taner Yalçın. Ja. Ja, so. Auf jeden Fall, was ich da mit dieser Thematik sagen wollte, so, der Hustle-Weg, am Ende siehst du das halt. So, wir sind ja jetzt so, also wir sind nicht am Ende des Weges, so, aber wir sind so schon, wir haben jetzt so gehustelt so, und es gibt Leute von uns so, wenn wir in den Raum kommen, wissen Leute, wer wir sind. So, ja, dann ist schon schnell, oh, okay, öffnet heute keine Cypher. So, also, wenn ich dann irgendwo in den Raum komme, sagen schon, ja, okay, Leute, macht heute keine Freestyle-Session. So. Lass heute, ist er wieder an Feier. Ja, lasst heute einfach saufen, bis der Junge da weggeht und dann ist wieder so los. Und manche halt auch, die das wirklich wahrgenommen haben, das wünsche ich mir vielleicht, dass ich mich mal getraut hätte, so auch von dieser Arbeit mal loszukommen und wirklich mein Ein und Alles da reinzustecken, weil ich hatte sehr gute Möglichkeiten, das zu machen. Aber wie gesagt, auch das haben wir beim ersten Teil schon besprochen, so meine Art hier hinzukommen war ja schon sehr kompliziert. So, dass ich halt auch fünf Jahre jemand für mich bürgen musste und ich wollte niemandem auf der Tasche sitzen und dann kam von da immer Gehalt und ich kannte das System in Deutschland auch gar nicht so gut. So, ich wusste ja gar nicht, dass ich dann irgendwann einfach mal arbeitslos sein kann und Arbeitslosengeld nehmen kann. So kannte ich gar nicht so. Ich habe 22 Jahren, ich war nicht einen Tag arbeitslos. So, verstehst du? Aber oft waren halt Momente da, wo ich einfach nur sagen musste, okay, Cut, ich gehe jetzt hier mit. So, auch wo ich vermischst du es ein bisschen? Natürlich, ich hatte Rockstar-Life. Ich hatte Rockstar-Life und ich habe richtig schön, also normaler Mensch, du brauchst zwei normale Menschen, die mein Leben leben müssten. Und ich stehe dazu, das ist kein Problem. Es war schön, it was a hell of a ride. Aber ich bin halt auch perfekt Vater geworden, so mit 38, 39, perfekt. Und jetzt habe ich halt einen ganz anderen Joy, Bro. Jetzt bin ich wieder Venom und jetzt bin ich Hulk, jetzt bin ich Spider-Man. Und ich schwimme von der Küche ins Wohnzimmer und so, weißt du? Jetzt nichts mehr mit Saufen am Brüsterplatz. Nee, natürlich nicht. Und das ist halt so, ja, das geht ab und zu auch noch so, klar. Aber das haben wir nämlich auch mal gemacht. So. Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Brudi, der verträgt doch nicht mehr als zwei Dosen Wodka-Mische. Ja. Und dann geht aber ab, dann geht's richtig ab. Ja, ja, und das ist halt, ist halt schön, aber ich möchte nicht so vermissen. Hätte ich einige Sachen vielleicht anders gemacht, klar. Ich meine, ey, ich habe für Def Jam Rapstars gearbeitet, 3 Jahre hintereinander so. Das ging über 9mm, Sure Shot Records, Def Jam Rapstar. So, ich war, guck doch mal jetzt, ich war auf der Bühne vor 2000 Leuten, Alter, so, immer on front. Nach mir kam Materia, nach mir kam Azad, nach mir kam Echo. Das war dann bei der Gamescom. So, weißt du? So, das war ja wie SingStar, das war Def Jam Rapstar und ich war halt so der Host. Ich war der Host von dem Spiel und ich habe das gehostet und habe dann immer gemacht. Und das dann ist auch schon krass. Voll, Bro, das ist auch voll anstrengend. Auch für Networking und so, das klar, ist... Klar, und die haben mich auch extrem gut bezahlt, muss man jetzt auch mal sagen. Und dann war halt diese riesen Bühne und bevor diese Auftritte waren, so war ich dann halt immer da, so kurz Beatbox, Freestyle-Session gemacht, bla bla bla, Leute aufgenommen, und dann kamen halt die Main Acts und so. Weißt du, und da kam halt viel, so, hey, komm mit, wir wollen die Deutschland-Tour mit dir machen, so von 9mm, von Sure Shot Records und von Def Jam Rapstars, so, hey, komm, wir wollen, Bruder, weißt du, wer da noch das allererste Jahr, als ich, allererste Jahr, was ich für die gearbeitet habe, Digga, weißt du, wer Rookie war und wer dabei war in Deutsch, Bro, Jason Derulo. Nein, echt? Digga, der saß mit mir in dieser abgefuckten Booth, wo dann die Leute reinkommen und das Spiel testen können und so. Und so ein Shit. So. Der war Rookie. Ich rede hier 2007, 2008. Der war auch jung, ne? So, und mein Highlight, Bruder, das möchte ich erzählen, weil das lasse ich mir von niemandem nehmen. Mighty Mo, Digga. Shoutout. Boah, den kenne ich noch. Mighty Mo. Shoutout an Mighty Mo, Bro. Ich war hinten am Trailer und Mighty Mo hat war Security. Und dann guck ich so, war da so ein Halfpipe daneben? Also der Zaun. Ja, die ja. Zäune sind ja so in diesem Boden. So, ne? Und da war der Mighty Mo, Alter. Und damals war ich halt auch noch am Rauchen. Ne? Sagen wir mal Rauchen. Damals war ich noch am Rauchen. Mighty Mo war halt am Arbeiten. So. Und dann, er so, hey, was geht, Mo? Alles gut? Er so, ja, ja, hey, cool. Dies und das. Ich so, ey, Digga, mach mal das Ding da ab. Mach mal kurz hier auf, ich möchte darin, ich hatte keinen Bock, weil wenn du da geraucht hast, kamen die ganzen Geier wieder, ey, lass mal ziehen, ja, klar, lass mal ziehen und so. Klar. Weißt du, alle mögliche so. Und das war, wo Materia da war. Materia war im Trailer
Und da war irgendwie so Zoff mit irgendjemandem und ich wollte rausgehen. Ich hatte keinen Bock, ich wollte mir das alles nicht anhören. Und ich gehe so raus, Bro. Ich gehe so an diese Halfpipe. Digga, auf einmal, ich vor mir steht Tony Hawk, Bro. Digga. Tony Hawk. Und jetzt kommt's, Digga. Jetzt kommt's. Ich habe einfach eine Zigarette geraucht mit Tony Hawk. Wurde mein Leben, Tony Hawk geprägt mit diesem Tony Hawk-Spiel, Junge. Bro. Ich hab den krass gefeiert. Ich war ja früher Skater, Nippeser Losepark hier. Tony Hawk. Da der ist auch, der ist, der und ist so. Auch, der ist auch wie Eminem, die altern dann nicht. Der ist ja genauso gleich aus. Bro, der ist einfach, das war dann, da war hinten so, ich weiß nicht, ob da auch das Spiel präsentiert wurde oder was da dann gemacht. Da war eine riesen Hafer. Und Digga, wer rechnet damit, dass Tony Hawk da ist, so? Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ich will auch gar nicht wissen, was die dem bezahlt haben, so, dass der da überhaupt auftaucht. So. Aber auf einmal so, ich denke, Digga, wer ist das? Und ich wollte einfach nur in der Ruhe rein rauchen. So. Bin ich dann so da durchgelaufen. Auf einmal. Guck mal, was daraus passiert ist. So. Deswegen, allein deswegen liebe ich schon so Musik. Das sind so die Momente, so, weißt du, wo du so denkst, so, Bro. Und eine super Story habe ich noch, MySpace-Zeiten. Da hatte ich mal einen Song, der hieß Riding the Train. Da habe ich einen Song gemacht, wie ich beim Schwarzfahren erwischt wurde. True Story. Habe ich einfach so einen Song gemacht. Das ist die Story von jedem von uns. Ja, ja. Boah, Digga. Fangen wir gar nicht an. Ja. Ey, Jam, ja. Alter. Warte, der wollte noch eine Story erzählen. Das war ja die. Nee. Die eine Story mit dem Riding the Train. Da habe ich dann auf MySpace gepostet. Und irgendwann, Digga, geht so mein Fenster auf bei MySpace. So blub. Und ich gehe so einen Text, Alter. Und dann steht da so eine, schreibt die mir auf Englisch, so eine Frau schreibt die mir, I don't want you to get this wrong and bla bla bla. I'm a 43-year-old woman out of Alabama. And I'm having a hard time right now. Und dann sagt die so, aber ich habe mir gerade deinen Song Riding the Train reingezogen. So, und du hast, ich habe mich kaputt gelacht, sagt die so. Und du hast so meinen Tag versüßert. So, wo auch immer du lebst, wer auch immer du bist, Dankeschön. Geil. Digga, ich hab diesen Text nie gelöscht. Digga, irgendwo in Alabama so, sitzt irgendeine Frau, bestimmt noch auf ihrem Schaukelstuhl, ihr kennst ja diese, yeeha, fuck everybody, yeah. das sind diese richtigen Rednecks, weißt du, so, und dann irgendwo da hört die sich so den Song an, Alter, und die hast du so zum Lachen gebracht, so, da habe ich mir gedacht, ja, hast alles erreicht, Bruder, was denn los? Ich schwöre. Geil. Ey, Diggi, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du Zeit genommen hast, cool. Deine krassen Stories, Alter, auf jeden Fall mega, mega unterhaltsam, ja. So, für uns beide definitiv. Und wir würden dich auf jeden Fall sehr gerne nochmal begrüßen. Gerne, ich fühle mich immer jünger, wenn ich dann wieder hier bin. Es sind so viele Sachen, die ich selber vergessen habe, weißt du, dass dann immer so wieder dieses... Aber das ist cool, Mann. Genau dafür machen wir das. Ja, genau, ja, dafür die Folder gehen alle wieder auf. So. Auf jeden Fall. Und an euch, wie gesagt, gerne like, kommentiert, abonniert, folgt uns. Und, auf jeden Fall. Haut mal rein, ihr könnt mal ein bisschen kommentieren und Instagram... Was haben wir noch? Instagram, Spotify YouTube, laden wir hoch. Spotify, YouTube, TikTok. TikTok, wir sind überall vertreten, also let's Gas. Go. Support, Mann. Aber hast du den gehört? Der so die Spotify.